Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager oder Forager oder Forager. Ich habe schon alles gehört, wie das betont wird hier. Und irgendwie, jeder streamt das nur. Ich bin einer der wenigen Let's Player hier, die ich kenne, die das auch spielen. Und ja, wir spielen heute wieder Forager. Das erste Mal nach Ostern. Ich war jetzt über Ostern weg, deswegen konnte ich da nicht wirklich auf euch eingehen und sowas. Musste ja ein bisschen voraufnehmen hier, aber jetzt bin ich wieder da und wir spielen Forager. Ist ein sehr schönes Spiel. Und eine Sache kam nämlich an in den Kommentaren, deswegen mag ich das auch lieber aufzunehmen als zu streamen, auch wenn da auch Kommentare hingehen könnten, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall meinte der Hunting Duck nämlich, was passiert hier jetzt schon wieder? Hier passiert wieder irgendein komischer Kack. Der Hunting Duck meinte, wir sollen die Pilze, die auf dieser Insel, hier auf unserer LGBT-Insel, auf der LGBT-Fury, was weiß ich, Insel sind, die sollen wir in der Reihenfolge kaputt machen, wie der Regenbogen seine Farben hat, Leute. Das heißt, erst den roten und so weiter und so fort. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall einmal ausprobieren. Da soll dann irgendwas passieren. Also ist das hier jetzt der erste? Ist das dieses Rot? Bin mir nicht sicher. Also ich soll die Pilze auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge kaputt machen. Wir können es natürlich auch ein paar Mal häufiger ausprobieren. Oder ist das ja dieses Rot? Das ist lila hier oben, ne? Aber das hier ist nur der zweite Pilz. Wir brauchen so ein dunkles Rot als allerersten Pilz. Oder habe ich das jetzt schon verkackt? Das hier sieht mir eher aus wie das Lila ganz unten. Aber vielleicht täusche ich mich. Wir nehmen den mal. Nee, das war falsch. Kommt ihr denn jetzt wieder neu? Bist du dieser Das ist der Rote. So, jetzt brauchen wir ein bisschen helleren. Wir sehen gleich leider auch nichts mehr. Aber das macht schon Sinn. Also diese Pilze, die haben auf jeden Fall die Farbe von dem Regenbogen. Was dann passiert am Ende? Gar kein Plan, Leute. Und auch ob jetzt von oben nach unten, weiß ich nicht. Irgendwie fehlen jetzt auch die Pilze hier. Wäre ja schön, wenn die alle auf einmal hier wären, aber irgendwie sind die nicht da. Ich mach mal kurz alles von dieser Insel weg und dann schauen wir mal, ob wir die ganzen Pilze sehen. So, jetzt haben wir alles von dieser komischen Insel einmal weggemacht. Jetzt sollte man die Pilze alle sehen. Ich habe eben, glaube ich, noch den zweiten kaputt gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir orange. Und das Ding hier sieht orange aus. Wir nehmen den orangen. So. Als nächstes kommt dann grün. Dann blau. Okay, das war falsch. Ah, jetzt sind sie alle wieder da. Okay, aber das scheint wirklich richtig zu sein. Also erstmal rot. Ist das hier der rote, ist halt die Frage. Zählt dieser Pilz hier als rot, der neben mir steht oder nicht? Hier haben wir auf jeden Fall orange. Das ist lila. Das heißt, du bist auf jeden Fall rot. So, rot. Dann als nächstes so ein bisschen heller. Aber das hier ist orange. Das heißt, der ist falsch. Ich weiß nicht, den zweiten, den finde ich irgendwie komisch. Welcher ist denn das jetzt hier? Der zweite muss so ein bisschen helleres Rot sein, aber das hier ist orange und orange kommt erst später. Orange ist erst der dritte. Nee, ich glaube der hier, oder? Also der, dieses komische Orange, dann kommt jetzt gelb, das ist dann der hier. So, gelb, dann grün, blau und dann lila. Sollte... Ja, es hat funktioniert! Ich hoffe, dass der Regenbogen nicht weggeht, weil sonst wird das hier meine LGBT-Insel nicht mehr werden. Aber anscheinend hat das funktioniert. Wir brauchen jetzt nur noch einen Schlüssel, dann kriegen wir hier irgendwas richtig Cooles. Ich habe auch noch was anderes rausbekommen, und zwar, dass man hier erstmal die ganzen Schleime kaputt machen muss, damit man nicht einfach stirbt. Genau, es gibt hier solche Belohnungen, die haben wir auch in der letzten Folge anscheinend schon bekommen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und diese Belohnungen sind nämlich, wenn wir hier in die Ausrüstung gehen, Heldentaten. Davon gibt es 84 Stück und wir haben schon 4 Stück geschafft. Und für jede Heldentat, die man erreicht, kriegt man eine Belohnung. Hier, zum Beispiel da Expansionist besitze 5 Länder, da kriegt man dann so einen... Ah, da kriegt man dann so einen Hut oder was? Da haben wir so einen Hut bekommen für Druidengehilfe. Hilft dem Druiden, kriegt man so ein Ding auf den Kopf, keine Ahnung. Eben haben wir noch so ein Blobby auf den Kopf freigeschalten. Guck mal! Bei Angler, das ist der aus Nuclear Throne, dieser komische Fisch. Das ist ein Charakter daraus. Lol. Das ist ja witzig, dass er den benutzen durfte. Dieser Fisch da, das ist ohne Witz ein Charakter. Lol, das finde ich ja richtig geil. Sowas mag ich immer, wenn aus anderen Spielen hier auch irgendwas mit drin ist. Dann bin ich mal gespannt. Dann müssten wir jetzt... Ja, hier haben wir andere Köpfe. Oh mein Gott, eine ganz neue Welt erschließt sich mir. Dieser Zylinder ist schon ganz schön. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal den Spross, weil der Druide... Ah, hier kann man auch seine Rucksäcke auswählen und so. Wir können ein Fisch werden, Leute. Ein Fisch mit einem Spross drauf. Ja, geil, nehmen wir. Keine Flügel. Okay, jetzt sind wir der Fisch aus Nuclear Throne.
Wie witzig ist das denn? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt diese Dinger, die dieser Druid hier haben will, erscheinen, wenn wir diesen Spross auf unserem Kopf haben. Weil sonst wüsste ich wirklich nicht, wie man an diese Sprossen kommt, die er da haben will. Lol, das merke ich aber jetzt erst mit diesen Errungenschaften. Was das jetzt genau bringt, gar keine Ahnung, Leute. Steht das vielleicht irgendwo? Nö. Man wird hier wieder ganz allein gelassen. Können wir denn vielleicht noch irgendetwas anderes bauen, was wir zuvor noch nicht bauen konnten? Sieht bisher nicht so aus. Gut, dann sollten wir uns vielleicht mal darauf konzentrieren, irgendwas Neues zu craften, was wir noch nicht hatten. Beziehungsweise erstmal einen Schlüssel. 2 Goldbarren, das kriegen wir doch hin. So, hier, gib mir 2 Goldbarren. Dann kriegen wir den Schlüssel und gucken einmal, was in dieser komischen Truhe auf der LGBT-Insel drauf ist. Die wir später auf jeden Fall noch ausbauen müssen. So viel steht fest. Zack. Ach ja, und ansonsten war ja jetzt Ostern, wie schon angekündigt. Was habt ihr so gemacht, Leute? Wart ihr auf dem Osterfeuer? Das würde mich mal interessieren. Also ich war an der Ostsee, auf dem Campingplatz, hatte da kein WLAN, deswegen musste ich ja vorarbeiten und das mag ich irgendwie gar nicht. Also ein Tag vorarbeiten ist okay, aber 2 bis 3 Tage, das war schon mega stressig irgendwie für mich. Ich finde das irgendwie nicht so cool, dann kann man nicht so auf eure Kommentare eingehen, wenn ihr was schreibt, wie zum Beispiel hier jetzt mit dieser LGBT-Insel mit dem Pilz und sowas. Und ich finde das besser, immer so tagesaktuell auf jeden Fall aufzunehmen. Könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Ja, ansonsten war ich halt an der Ostsee, wo es relativ kalt war, muss ich sagen. Also man hat da schon gefroren. War noch irgendwie nur 13 Grad. In der Sonne ging's, aber es war trotzdem kalter Winter. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Da, was haben wir hier? Ein neuer Hut, ein Zylinder, ein echter Zylinder. Münzen sind 50% mehr wert. Ja, wir haben Zylinder auf. Einfach so. Okay, Münzen sind mehr wert. Das ist gut zu wissen, glaube ich. Nehmen wir den dann? Ich weiß halt nicht, was die Sprosse macht. Die macht wahrscheinlich, dass wenn man... Keine Ahnung, wenn man Möhren oder sowas aufsammelt, dass da dann mehr Möhren drin sind. Weil die sehen ja so aus, als wenn sie oben auch so eine Sprosse hätten. Hier, diese Möhren. Kein Plan. Aber die haben wir jetzt ja anscheinend wieder abgelegt. Also noch bin ich relativ verwirrt von dem Spiel. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich hier überhaupt machen soll, außer alles abzufarmen. Aber kriege ich bestimmt noch raus. Also wenn ihr Tipps habt, dann auch immer gerne in die Kommentare damit. Aber jetzt schauen wir mal wirklich erstmal, was wir hier machen können. Wir können doch nicht die ganze Zeit nur neue Inseln holen, oder? Ist doch langweilig, immer nur neue Inseln zu kaufen. Wir haben auf jeden Fall noch einen neuen Skill, den schauen wir uns mal an. Mal gucken, Alchemie, Farm ist ganz cool. Und Handwerk eigentlich auch, oder? Königsstahl? Königsstahl brauchten wir, glaube ich, für den neuen Rucksack oder sowas, oder? Lass mal kurz nachgucken. Wir brauchten... Nee, Knochen. Und Königskleidung war das für den Rucksack. Keine Ahnung, wo man Knochen herbekommt. Okay, wir werden jetzt einfach erstmal Münzen farmen, dass wir uns eine neue Insel kaufen können. Und da gibt es ja da bestimmt irgendwas Tolles Neues. Und die Münzen sind jetzt vor allem mehr wert, weil wir diesen komischen Zylinder aufhaben. Das macht alles Sinn, Leute. Wir werden jetzt reich. Wir werden ein reicher Zylindermann werden. Das ist unser Ziel. So, wir haben hier wieder ein paar Goldbarren. Wir haben gleich leider keine Kohle mehr. Ist hier vielleicht da? Liegt doch Kohle. Die können wir doch einfach mitnehmen. Komm her, du Kohle. Aber was mich wirklich nervt, ist, dass man die ganze Zeit essen muss. Also man muss meiner Meinung nach viel zu häufig essen. Ich hoffe, das wird später noch besser. Dass die Essensanzeige irgendwie... Also zumindest größer wird. Oder dass man irgendwie automatisch isst oder sowas. Keine Ahnung, was hier noch alles geht. So, mehr Münzen. Wie viele haben wir denn? 200? Das sollte doch lang für ein neues Land, oder? Achso, aber erstmal ein Skill hier holen. Haben wir noch irgendwas, dass Münzen mehr wert sind? Wir haben ja noch eine Lagerung. Aber ein Tresor, weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich kann mir vorstellen, dass der Tresor nur was bringt, wenn man halt stirbt, dass da dann trotzdem noch Geld drin ist oder sowas. Schmieden erzeugt jedes Mal 4 extra Münzen. Das klingt doch gut für unser Vorhaben gerade. Nehmen wir das mit. Oh, guck mal, eine Bank. Bankwesen. Schaltet Banken frei. Oh, dann können wir endlich mal irgendwas bauen. Und handeln. Schaltet Märkte frei. Was auch immer das bringen soll. Aber so eine Bank wäre auch ganz cool. Passt eine Bank zu unserer LGBT-Insel? Ich glaube nicht, oder? Bin mir aber auch noch nicht so ganz sicher, was auf die LGBT-Insel soll. Diskos? Was weiß ich denn? Alles, was froh und fröhlich ist, das kommt da alles hin. Ja, ja. Oh, ja, okay. Jetzt kommen da immer 12 dieser Münzen raus. Finde ich gut, finde ich gut. Ich weiß aber immer noch nicht, was er jetzt hier von mir will. Können wir dem vielleicht schon irgendwas geben? Nee. Wir können nicht mal mit ihm reden. Hallo, Blobby? Ja, da war doch ein Blobby. Hallo, Blobby. Ich muss dich leider töten. Und dir würde ich gerne irgendwas geben, aber ich kann nicht mal mit ihm reden, Leute.
Irgendwas ist hier komisch. So, jetzt haben wir aber doch genug Geld, oder? 400 Münzen müsste lang für ein Land. Ja, schauen wir mal. 420, 270, 320, 350, 280. Nehmen die LGBT-Insel 350 oder lieber die... Oder sollen wir sparen auf die 420er-Insel? Das haben wir halt auch schon fast. Aber wir müssen sowieso alle holen. Alter, das ist ja eine Fee. Hallo, kleine Fee. Was willst du denn von mir? Hallo? Hallo, Feechen? Ja? Oh, süßes Kind. Meine Feen sorgen sich um deinen müden Körper. Ich muss dich um eine kleine Spende bitten. Als Belohnung bekommst du die Kraft meiner Feen. Möge das Licht deine Quest erleuchten. Jo, wie viel Geld willst du denn haben? Und dann kann ich einfach so eine Fee mitnehmen, oder was? Dann kriege ich so eine... Ups. Hä? Was hat die gemacht? Also ich denke mal, die heilt mich. Ich sammle die jetzt einfach alle ein, Leute. Mir egal, die spawnen bestimmt neu. Die kann man dann wahrscheinlich immer einsammeln, damit man XP bekommt. Oder aber, das war jetzt richtig dumm und die hätte mich geheilt und so, wenn ich es nötig gehabt hätte. Weiß ich nicht. Also wenn das Zelda wäre, dann hätte sie mir jetzt entweder Mana gegeben oder die Feen hätten mich auf jeden Fall geheilt, wenn ich tot bin oder sowas. Und da das Spiel ja irgendwie auch ein bisschen an Zelda angelehnt ist. Ja, weiß ich nicht, Leute. Keine Ahnung, was die Fee von mir will. Das war eine blöde Insel. Blöde Entscheidung. Wir hätten eine andere Insel uns holen sollen. Eine ganz andere Insel. Aber was können wir denn sonst noch machen? Ich bin mir gerade unsicher, außer neue Inseln halt zu kaufen. So ein Schleimbuch haben wir halt schon, deswegen brauchen wir da auch nichts Neues. Was müssen wir denn zum Beispiel noch so abgeben? Mit unserer Abenteuergilde hier. Lass mich mal rein. Da hat mir die Nicole auch gesagt, ich muss alle abgeben, damit ich überhaupt irgendwas bekomme. Heißt, das wird einiges noch an Arbeit hier brauchen. Was willst du denn? Du willst Gold haben? Du willst komische Kacke haben? Diese roten Steine haben wir auf jeden Fall. Die können wir abgeben. Haben wir nicht auch diese lilanen Steine? Ja, zumindest ein. Haben wir noch was? Hier diese Grünsteine kannst du haben. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit dem Stein anderes machen soll. Von daher, nimm das ruhig alles. Habe ich nichts gegen. Gebäude haben wir halt noch gar nichts. Archäologie haben wir auch noch gar nichts kennengelernt. Da muss man wirklich kochen für können. Was braucht der Jäger? Okay, da muss man ganz viele Gläser herstellen. Hier können wir auf jeden Fall noch was abgeben. Das können wir abschließen. Das ist zumindest so ein bisschen mehr. Was willst du? Der will so ein Druiden-Ding hier haben. Ja, nimm dein Druiden-Kack hier. Geil. Das gefällt mir gut. Und die Bären können wir auch abgeben. Haben wir genug Blumen? Nee, aber ein bisschen zumindest mehr abgegeben. Die Algen will er nirgendwo haben, ne? Oder Leder oder so. Irgendwo? Vielleicht bei Farm? Möchtest du vielleicht Leder? Aber du willst ganz viel Baumwolle. Hier, nimm die Baumwolle. Ich hab sowieso zu viel davon. Und die Eier kannst du auch haben. Okay, so irgendwann müssen wir auf jeden Fall auch nochmal aufs Kochen gehen. So wie es aussieht. Denn sonst kommen wir hier nicht wirklich weiter. Willst du vielleicht Fisch haben? Nö. Aber beim Kochen will er doch bestimmt Fisch haben. Nee, das ist ihm nicht hoch genug. So ein bisschen Kochzeug hier. So ein bisschen gebratenen Fisch kann ja jeder. Da kann ja jeder ankommen und sagen, er kann kochen. Aber kochen ist ja eigentlich gar nichts anderes, außer Sachen warm zu machen, oder? Ein bisschen schnibbeln und Sachen warm machen. Mehr ist Kochen nicht. Und jetzt kommen die ganzen Köche ein. Beleidigst du mich? Kochen ist viel mehr. Kochen ist eine Leidenschaft. Kochen kann nicht jeder. Kochen ist krass und toll. Nein, Kochen ist schon cool. Vor allem, wenn man halt den Anime Food Wars gesehen hat, dann weiß man, Kochen ist mehr als nur schnibbeln und warm machen. Aber für mich ist Kochen trotzdem nur schnibbeln und warm machen. Oh mein Gott, dieses Ding ist viel zu langsam. Ich habe auch einmal ganz, ganz kurz bei einem Streamer reingeguckt, beziehungsweise einem anderen Let's Play-Kollegen, der das aber halt nur streamt und nicht aufnimmt. Und der, also ich habe da, keine Ahnung, so 30 Sekunden reingeguckt und der hatte ganz viele Sachen um sich rumfliegen. Was geht ab, Leute? Und ich wüsste gern, wie man das macht, ob man das irgendwie auch craften muss oder was genau man machen soll. Oh, die Fee ist weg, hallo? Ja, du kannst doch nicht einfach weg sein, kleine Fee. Oder kommt die nur in der Nacht? Wo ist denn jetzt die Fee hin? Yo, hallo, kleine Fee, bist du doch zu Hause? Warum ist sie einfach weg? Die wollte viel zu viel Geld von uns, das konnte ich ihr nicht geben. Und jetzt ist sie einfach abgehauen. Hat keinen Bock mehr auf uns. Hallo. Wieso ist die weg? Kommt die nur zu speziellen Anlässen? Immer so zu Weihnachten und Ostern oder so? Keine Ahnung. Ach ja, apropos Ostern, was habt ihr denn gemacht? Also ich war halt an der Ostsee, mein Bruder und mein Opa hatten noch Geburtstag, deswegen waren wir relativ häufig essen. Sowieso an Ostern sehr häufig. Hab richtig geile Schnitzel gegessen, Leute, und Pizza, richtig schön osterlich.
Und der Kloxen hatte zum Beispiel gemeint, dass er Ostern ein bisschen nervig findet. Oder allgemein Feiertage, weil er da immer halt frei hatte. Aber in seiner Freizeit hat er irgendwie weniger Zeit für Sachen, die er machen will, als wenn er arbeitet. Und deswegen sieht er irgendwie Feiertage als Zeitverschwendung an. Muss ich aber sagen, sehe ich nicht so. Ich mag, also, ja doch, so ein bisschen. Also mit Familie treffen finde ich ganz nett. Halt, wenn man so ein bisschen labert und das nicht den ganzen Tag dauert, finde ich das ganz nett. Wenn man dann auch noch schön essen geht. Und vor allen Dingen, ich kriege meistens noch ein bisschen Geld von meinen Omas, wenn ich die treffe. Also da geht es mir aber richtig gut dann, Leute. Dass ich mich richtig verwöhne. Und daher finde ich das ganz toll. Aber wenn das wirklich den ganzen Tag dauert, dann wird mir das auch zu anstrengend. Aber Zeitverschwendung würde ich das nicht ansehen. Ist halt soziale Kontakte pflegen, gell? Aber das sieht ja auch jeder anders. Aber was können wir denn noch hier machen? Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann ja gar nichts machen. Ich laufe hier aber nur hin und her und muss mein Busy Work machen. Aber ich frage mich, warum ist die hier denn jetzt weg? Oh, hallo. Kann ich... Soll das eine Kuh darstellen? Das wird mich halt auch... Das ist auch eine Frage, die ich mich frage. Können wir vielleicht nochmal hier so ein Glas herstellen? Das wäre auch so eine Sache. Dann könnten wir uns nämlich vielleicht Milch holen, wenn das tatsächlich eine Kuh darstellen soll da drüben. Hallo, bist du eine Kuh? Bist du eine sehr böse Kuh? Vielleicht bist du auch ein Stier. Ich kann das nicht richtig zuordnen, was du sein sollst. Was bist du für ein Mischwesen da drüben? Was sollst du darstellen? I don't know. Irgendwie steht unsere... Das Ding hier, unsere Federei hier ganz komisch. Fällt mir nicht so gut. Aber wir brauchen trotzdem noch Glas. Ist hier vielleicht irgendwo Sand drin? Dankeschön. Ach ja, ich glaube, das ist wirklich aber besser zum Stream. Ich glaube, ich stream das auch nachher nochmal. Weil hier so viel Idle-Time irgendwie ist und man immer nur Sachen abbaut. Weiß nicht, ob das so spannend ist zum Zugucken. Ob das wirklich so trägt dann. Yay, unsere Kohle ist endlich fertig. So, dann können wir jetzt endlich mal Glas herstellen, oder? Wie viel? Oh, wir können richtig viel Glas herstellen. Hier, 5 Glas, Leute. Alter, gleich geht uns richtig gut. Dann können wir richtig viel hier Milch und so holen und uns Feen einsammeln und so. Okay, wir können halt immer noch nichts Neues bauen. Das ist komisch. Ich weiß nicht, wie man neue Sachen baut. Also so richtig kapiert habe ich dieses Spiel noch nicht. Bisher haben wir immer nur neue Sachen bekommen, wenn wir aufgelevelt sind, oder? Ich glaube schon. Münzen können wir nicht herstellen. Wir haben keine Goldbarren? Lul. Warum nicht? Wir haben die ganze Zeit kein Gold geholt? Ach, Goldbarren willst du. Kein Golddings hier. Okay, das macht Sinn. Goldbarren haben wir nämlich, aber die müssen... Kann man... Oh, Moment. Ich habe voll die gute Idee, Leute. Wir können doch einfach noch einen Ofen bauen. Alter, dann geht alles doppelt so schnell. Wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Wir haben sogar noch eine Belohnung bekommen. Geile Haare haben wir bekommen. Oh, ich bin so dumm. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Wie viel kostet denn so ein Ofen? Nur 20 Steine. Davon kann man doch einfach richtig viele hier hinsetzen. Oh Mann, das wär einfach alles viel schneller hier gegangen. Wenn ich das gleich von Anfang an im Kopf hätte, dass das geht. Oh, ich bin ein Vollidiot, Leute. I know, Leute. Ich bin ein Vollidiot. Aber doch keiner von euch geschrieben. Von daher, entweder ihr seid da selber nicht drauf gekommen oder wir sind einfach alle ziemlich blöd, Leute. Da kann ich mit leben, wenn wir alle blöd sind. So, hier wieder Levelaufstieg. Neuer Skill. Wir brauchen mehr Geld. Ich hole mir eine Bank, glaube ich. Ich glaube, eine Bank ist ganz cool. Ich kann mir vorstellen, dass sie einen irgendwie wie bei so einem Cookie-Clicker oder so einem Idle-Clicker immer mal wieder Geld gibt. Banken generieren neben anderen Banken Münzen um 50% schneller, ja. Und Kunst? Hergestellte Items sind 25% mehr wert. Cool. Okay, also wenn wir jetzt eine Bank hier irgendwie hinstellen, dann denke ich einfach mal, dass die Gold produzieren. Wie viel kostet denn so eine Bank? Ist wahrscheinlich mit der Wirtschaft, oder? Ja, eine Bank. Goldbarren, Stahl und Ziegel. Goldbarren, Stahl und Ziegel. Goldbarren, Ziegel, Kohle. Stell mal Kohle her. Goldbarren, Stahl. Braucht auch Kohle. Wir brauchen überall Kohle. Wir müssen hier wieder ganz viel abbauen. Ich werde hier wieder ein bisschen vorspulen, bis das hier alles durch ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wir brauchen 20 Ziegel für die Bank. Blablabla. Ich würde gerne 20 Ziegel herstellen. Danke. Dann brauchen wir ein Stahl. Können wir auch herstellen. Okay, nice. Und was brauchen wir noch?
Ein Stahl, 20 Ziegel und 20 Goldbarren. Oh Gott, haben wir genug Gold? Bin mir nicht sicher, aber ich sehe hier auf jeden Fall Kohle. Kohle ist irgendwie mega wertvoll in diesem Spiel. Man braucht bisher auf jeden Fall für alles mögliche Kohle. Ein Glück wachsen die ganzen Bäume hier einfach so nach. Im Überfluss. Aber warte mal, wo ist denn jetzt diese komische Fee hin? Warum ist sie einfach weg? Ich raff's nicht, Leute. Was wir auch noch machen können, wir haben ja jetzt ganz viel Glas uns hier hergestellt. Das heißt, wir können auch auf jeden Fall eine Flasche herstellen. Sogar mehrere. Wir können 3 Flaschen herstellen. Das machen wir doch einfach mal. Und dann gucken wir mal, ob das eine auf jeden Fall eine Kuh ist. Oder was genau das jetzt darstellen sollte. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Aber wir haben gar kein Golderz. Was ist denn mit unserem ganzen Golderz passiert, Leute? Haben wir überhaupt ein bisschen Golderz? Zumindest eins? Wir haben einen Goldbarren nur. Holy shit. Okay, wir haben ein Glas hier. So, komische Kuh. Komm her. Au, ey. Nein, ich will dich abfarmen. Geht nicht. Aua, oh, ich bin gleich tot. Welp, wie kriegt man mehr Leben? Okay, ich weiß nicht, wie man Leben regeneriert. Nun, das ist schlecht. Regeneriert man Leben, wenn man voll ist hier? Ah ja, jedes Mal, wenn man isst. Jedes Mal, wenn man isst, oder wie, oder wo? Das weiß ich auch noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Gibt's hier irgendwo Gold? Hallo, Leute? Leute? Liegt hier irgendwo Gold rum, das ich einsammeln kann? Das wäre toll. Ah, da ist ein Gold. Ab, 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 ab. Mein Inventar ist voll. Ich kann das Gold leider nicht mitnehmen. Dann, oh Gott. Was ist das denn hier eigentlich? Oh, ein Topaz. Dann müssen wir, glaube ich, mal was abgeben. Da ist auf jeden Fall Kohle. Alles mitnehmen hier. So, was können wir denn noch abgeben? Können wir das mitnehmen? Ja, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Alles mitnehmen hier. Dann geben wir wieder ein paar Sachen ab. Also gerade ist das ein Hin- und Herlaufen hier irgendwie. So, was willst du? Du willst auf jeden Fall Orangen haben. Du willst Blübchen haben. Du willst nichts weiter haben, was ich hab. Alles klärchen. Jagen vielleicht. Nee. Da kann man auf jeden Fall auch gleich nochmal ein paar Glühwürmchen einfangen. Brot und so ein Scheiß will der hier haben. Bergbau. Hier können wir... Was willst du denn? Du willst Kohle haben? Kohle habe ich aber nicht so viel. Nur 15. Nee, kriegst du nicht. Aber du kriegst hier mein Topaz-Ding, wenn du willst. Und das... Ah, das rote Ding hat da schon zu viele. Okay. Jo. Dann haben wir zumindest etwas hier weggelegt. Das ist doch schon mal ganz schön. Aber ich komme hier irgendwie nicht weiter. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, andere kommen schneller voran als ich. Oh, können wir Goldbarren herstellen? Nee. Wir haben kein Golderz. Warum nicht? Da ist Golderz. So, wehe, du tötest mich. Hilfe, ich habe Angst vor dem Typen. Ausgewichen, haha. Der Profi-Ausweicher. Ich weiß aber nicht, was das ist. Soll das einfach ein Stier darstellen? Oder was genau ist das? Aber irgendwie spawnt hier auch viel zu wenig anderes Zeug hier. Gold fehlt uns halt mega viel. Gold will nicht spawnen. Gold ist selten. Genauso wie Kohle. Da ist Kohle. Aber Kohle ist auch selten. Alles sehr selten, Leute. Ja, ich will aber eigentlich noch eine Bank haben. Und da... Ich laufe jetzt noch ein bisschen rum, Leute. Und sammle Gold ein. In der Hoffnung, dass ich dann eventuell irgendwann mal genug Gold habe. Ich werde wieder vorspulen. Na gut, es ist jetzt dunkel, deswegen, ich werde jetzt hier nochmal die... Mein Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar immer voll? Das müssen wir auch dringend noch verbessern hier irgendwie, dass unser Inventar nicht immer voll ist. Haben wir diese Rüben schon abgegeben? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Zitronen will er auf jeden Fall auch noch haben. Okay, wir braten einfach nochmal ein paar gekochte Dinger hier. Fische kochen wir und dann holen wir uns hier diese Glühwürmchen, was auch immer die uns bringen. Wie viel wollt uns die Abenteuergilde davon haben, ist die Frage. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich kann mir vorstellen, 5. Aber bin ich mir nicht so sicher. Da ist Gold! Gold hole ich mir auf jeden Fall. Gold ist wichtig. Wie kriege ich den... Nein, ich sollte essen. Dann isst doch. Und hier ist wieder nichts. Oh, ich kann immer nichts machen. Haben wir schon genug Blumen abgegeben? Ich kann nichts einsammeln hier. Boah, ist das nervig. Okay, sie ist wieder da. Sie ist anscheinend immer in der Nacht da, oder was? Ja, komm her. Flasche. Und noch eine Flasche. Jetzt haben wir 3 Glühwürmchen. So, die können wir auf jeden Fall abgeben.
Dann ist die Flasche wahrscheinlich wieder weg, oder? Wenn wir das jetzt abgeben. Kann ich mir vorstellen. Weil die wollen anscheinend, dass man immer wieder Flaschen herstellt. So, das ist jetzt auf jeden Fall Jagen. Wir haben hier Glühwürmchen gejagt. Zack. Die wollen aber 5 davon haben. Ja, und die Flaschen sind jetzt einfach weg. Tolle Sache. Okay, das wird lange dauern mit diesen Flaschenfarmen. Das wird wirklich mega lange dauern. Hast du ein Ei für mich? Dankeschön. Oh, danke. Da ist sogar Scheiße rausgekommen. Ich liebe Scheiße. Ja, da ist auch Gold. Da kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Die ganze Zeit nur Gold. Oh, da waren 7 Golderz drin. Das ist natürlich nice. 7 Golderz bringt schon eine Menge. Also wir sollten uns auf jeden Fall, glaube ich, erstmal auf diese ganzen Golddinger hier, also allgemein auf Spitzhackenaktivitäten beschränken. Weil irgendwie, das dauert zu lange, das alles per Hand abzufarmen. Ich wünsche mir, dass später das noch alles automatisiert wird. Das wäre ganz toll. Dass man, ja, automatisch irgendwas macht. Dass hier, keine Ahnung, dass man die Schweine losschickt und die dann für ein Gold abfarmen. Ja, ja, irgendwie sowas. Oder ein kleiner Roboter, der hier rumläuft und alles für einen abfarmen. Das ist doch so richtig komisch, wenn man das alles per Hand machen muss. Das soll so ein bisschen wie Factorio sein. Go, go. Wann wird das endlich wie Factorio? Und was bringt es mir, ein Fisch zu sein? Wupp, kann ich jetzt vielleicht schwimmen? Im Wasser. Los, geh ins Wasser rein. Geht leider nicht. Kann ich nicht einfach auf eine andere Insel schwimmen? Wenn ich schon so ein Fisch bin, bringt mir das irgendwas? Man weiß es halt nicht. Wie viel Gold haben wir jetzt? Uns fehlt immer noch 4. Oh Gott. Moment, haben wir nicht gerade Gold eingesammelt? Oh, wir können genau 4 herstellen. Ja, wir kriegen zumindest die Bank hin. Das finde ich doch schon mal gut. Dann haben wir die Bank in dieser Folge schon mal hingekriegt. Aber ich glaube, das muss man wirklich streamen, weil sonst... Es dauert halt ewig, bis man hier Fortschritte macht. Ich glaube, ich stream das. Und werde dann aber den Stream cutten. Wie wär's denn damit? Wie findet ihr die Idee? Ich stream es, in dem Stream ist dann die volle Länge. Und da kann ich dann auch mit euch reden und so. Hab dann ein bisschen was zu tun, während ich hier warten muss und alles abfahren muss. Und dann kann ich das nochmal neu hochladen, in gecutteter Version. Dann ist das da vielleicht auch ganz ansehnlich. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Kann man machen. So. Was, haben wir unser Gold? Können wir jetzt eine Bank hier herstellen? Ja! Okay, wo kommt die Bank hin? Die kommt auf jeden Fall auf unserer LGBT-Insel, würde ich sagen. Denn die sind alle reich hier. Ich meine, die haben Regenbogen. Aber wir haben hier fast keinen Platz, Leute. Wir haben hier fast keinen Platz. Dann kommt man nirgendwo mehr hin, wenn wir das hier hinstellen. Nee, das geht nicht. Okay, dann kommt das zur Abenteuergilde, oder? So eine schöne Bank zur Abenteuergilde. Kann man machen. Wir müssen hier nur ein bisschen Platz hinbauen. Muss ja auch alles ein bisschen schön sein. Unsere Anfangsinsel ist natürlich jetzt ein bisschen zur Ofeninsel geworden. Ein bisschen degradiert worden zur Ofeninsel, aber passt schon, Leute. So, Abenteuerinsel. Du erhältst jetzt Schwein weg, da muss was hingebaut werden. Du erhältst jetzt eine schöne Bank. Tada, Bank. Oh nein, das muss man immer wieder abholen. Oh nein, das ist wirklich so ein Idle-Spiel. Ich fasse es nicht. Das ist so wie Cookie-Clicker, wenn ihr das kennt. Wo man erst immer manuell auf so einen Cookie klicken muss, dann kriegt man immer wieder einen Cookie dazu. Und später, wenn man genug Cookies geklickt hat, dann kann man sich eine Oma kaufen, die dann für einen Cookies backt. Und dann wird das alles automatisch. Okay, aber der spawnt jetzt hier zumindest Gold für uns, ohne dass wir Gold farmen müssen. Das ist sehr gut für uns, Leute. Wir können hier Goldbarren jetzt herstellen. Dann können wir uns immer mehr und immer schneller neue Inseln holen. Und ich glaube, ab jetzt wird das exponentiell schneller gehen, was wir hier alles hinbekommen. Okay, also mit der Bank haben wir auf jeden Fall einen guten Grundstein gelegt. Man kann ja vor allem auch mehrere Banken bauen. Das muss ich mir auch in den Kopf irgendwie mal reinhämmern. Dass man ja alles doppelt und dreifach bauen kann. Oh, aber guck mal, die zweite Bank kostet jetzt schon mehr. Die kostet jetzt schon 23 Ziegel. Können wir denn noch mehr Ziegel herstellen? Nur 3. Braucht man auch wieder Kohle für. Ja, aber ich glaube, ich werde es wirklich so machen, dass ich das nochmal streame und dann das zusammencutte und bla 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 bla. Ich würde dann aber erstmal sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wir haben zumindest eine Bank hergestellt, mehr nicht wirklich. Erzählt mir mal, wie ihr eure Ostern verbracht habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann noch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.